Hallo und herzlich willkommen hier im Ratgeberstudio. Heute geht es ums Thema Entwicklungsimmobilie und dazu wieder bei uns zu Gast ein echter Experte in Sachen Geldanlagen und zwar der Geschäftsführer der Wohlstandsbildner Andreas Ogger. Hallo Herr Ogger, schön, dass Sie da sind. Freut mich auch. Herr Ogger, für viele Deutsche ist ja die Immobilie bei der Geldanlage immer noch das Mittel der Wahl. Da steht Sicherheit vor Rendite. Wir Deutschen sind Sicherheitsfanatiker. Sie behaupten aber, Sicherheit und Rendite in der Geldanlage, vor allem bei der Immobilie, müssen sich nicht ausschließen. Wie funktioniert's? Die Deutschen sind tatsächlich ein sehr immobilienaffines Volk, das ist richtig. Manchmal denke ich da fehlt auch vielleicht ein bisschen Aufklärung. Das größte Problem bei der ganzen jetzt auch Nullzinsphase und dieser Verschuldungsthematik, die mit Immobilien meistens einhergeht, ist einfach das Klumpenrisiko. Ich glaube, das machen sich viele nicht klar, dass sie ihr ganzes Geld eigentlich in ein Objekt investieren. Und dieses Objekt wirft über 35 Jahre gar keine Mietrendite ab. Und zum Thema Sicherheit, ich meine, solange die Immobilie der Bank gehört, also ich den Kredit nicht vollständig getilgt habe, hat die Bank die Sicherheit. Und das dauert also eine ganze Weile, bis sich so ein Investment überhaupt rentiert. Aber trotzdem steigen doch die Preise von Immobilien immer weiter, weil letztendlich die Nachfrage ja steigt, oder? Ja, das mit der Nachfrage ist so eine Sache. Würden wirklich sämtliche Zwangsversteigerungen in den Zeitungen erscheinen von den Leuten, die unter dieser jahrelangen Schuldenlast zusammengebrochen sind, dann würde sich die Nachfrage vielleicht auch ändern. Aber keine Frage, man kann auch Schlechteres mit seinem Geld machen, als in eine Immobilie zu investieren. Ein Sicherheitsaspekt ist ja durchaus da. Aber für mich fehlt hier der Aspekt des Vermögensaufbaus. Oder wie der große Immobilieninvestor, der sehr reich geworden ist mit Immobilien, aus Amerika sagt, der Robert Kiyosaki, den kennen viele. Eine Immobilie ist kein Vermögenswert, es ist eine Verbindlichkeit. Das muss man sich eben klar machen. Das heißt, sollte ich denn als Anleger eher woanders investieren? Es gibt, glaube ich, diese Immobilienfonds, wo ich eher so raus aus den Verbindlichkeiten bin und möglicherweise bessere Renditen erzielen kann? Mein einziger Fokus, deswegen auch Wohlstandsbildner als Begriff, ich frage mich immer nur, investiere ich in etwas, was Wert erschafft? Investiere ich in etwas, was mir wirklich meinen Vermögensaufbau voranbringt? Und ich diese Kernelemente einer Geldanlage, nämlich Risiko, Chance, Anlagehorizont, Zeit, Liquidität, Verschuldungsproblematik, Finanzierung, Lage jetzt im Bereich der Immobilie. Wenn das zusammenpasst, dann kann ich damit jonglieren. Fonds haben auf jeden Fall mal den Vorteil, dass da nicht so ein Klumpenrisiko für mein einzelnes Geld besteht. Da ist es doch etwas breiter gestreut. Letztlich aber auch beim Fonds die Frage, werden hier wirklich Werte erschafft? Bin ich Teil einer Wertschöpfungskette, wo ich an dieser Wertsteigerung teilnehmen kann? Und das ist bei Wohnimmobilien eben meistens nicht der Fall. Deswegen empfehle ich, den Fokus eher darauf zu legen, auf Produktivsachwerte, auf Produktivkapital, wo mein Geld auch wirklich produktiv tätig sein kann. Das klingt mir ehrlich gesagt ein bisschen abstrakt. Haben Sie da ein Beispiel dafür oder können Sie das ein bisschen näher erläutern? Der klassische Fall ist ja, dass ich eine Immobilie, die schon gebaut wurde, kaufe. Aber da entsteht gar kein neuer Wert, der besteht einfach schon. Und meine Aufgabe als Käufer ist dann, diesen Wert mit viel Geld zu erhalten. Also sehr wenig Wertschöpfung, entsprechend auch wenig Rendite. Der bessere Fall ist schon, ich baue selbst. Und wenn ich keine allzu großen Fehler gemacht habe, was jetzt Finanzierung oder Lage angeht, die richtigen Handwerker finden und all dieses große Thema, wenn das passt, dann ist da schon mehr drin. Aber es gibt einen dritten Weg und den übersehen viele. Und das ist der Weg, der eben die ganz Großen gehen, der Weg der institutionellen Anleger. Aber Großanleger, das klingt doch nach riesigen Summen, die der einzelne Anleger gar nicht hat, oder? Tatsächlich reden wir auch über einen Bereich, wo diese Summen notwendig sind. Die müssen ja irgendwo hin mit ihren vielen, vielen Hunderten von Millionen Euro. Und das ist der Bereich der Entwicklungsimmobilie. Und tatsächlich ist hier, also Entwicklungsimmobilie oder auch ein anderer schöner Begriff ist Add-Value-Immobilie. Also eine Immobilie, wo ich in der Lage bin, über eine überschaubare Laufzeit von 2 bis 5 Jahren der Immobilie wirklich einen Wert beizumessen. Und über diesen Wert dann ganz, ganz entscheidende Renditen auch erwirtschaftet, die man durchaus als überdurchschnittlich bezeichnen kann. Und wie kann ich jetzt als Kleinanleger mit meinen begrenzten Mitteln, ich habe ja keine 100 Millionen zum Anlegen, an solchen Großprojekten teilhaben und auch entsprechende Renditen erzielen? Wenn ich mich als Kleinanleger
sagen wir mal, mit 10.000 oder 20.000 Euro zusammentun mit anderen 1.000 oder 2.000 Kleinanlegern, dann können wir auch auftreten wie ein großer institutioneller Anleger und auch die entsprechende Streuung vorhalten, also viele Entwicklungsimmobilienprojekte zum Beispiel finanzieren, was natürlich ein Sicherheitsaspekt ist. So ein Beispiel, jetzt ein aktuelles Beispiel aus meinem eigenen Portfolio, ist zum Beispiel, es gibt sehr viele Fabrikgebäude. Vornehmlich jetzt gerade in Großbritannien, kommt wohl noch aus der Zeit der Industrialisierung. Und jetzt im Rahmen auch der Computerisierung sind viele Fabrikgebäude gar nicht mehr zeitgemäß. Jetzt könnte ich die entkernen und stelle da zum Beispiel, wenn es in der Nähe von einem Strand ist, wo eine Unterkellerung nicht möglich ist, stelle dort 400 Garagen rein, um den Leuten entscheidenden Mehrwert zu verschaffen, damit sie Lagerraum bekommen. Oder ich mache eine Fabrik und mache aus der Hälfte ein Fünf-Sterne-Hotel, in der anderen Hälfte nehme ich Büroräume und versetze das alles an einen entscheidenden Internetknoten, sodass da Räume auch für Banken oder für ITler interessant sind. Das waren jetzt mal so Beispiele wirklich aus der Praxis, die zeigen, was hier für ein Potenzial drinsteckt. Und wenn ich hier einsteigen kann, was mittlerweile über die Fondslösungen möglich ist, dann sind das sehr erfreuliche Ergebnisse im Portfolio. Und wie viel von diesen Kleinanlegerfonds gibt es denn mittlerweile? Ich kenne etwa 250, allerdings weltweit. Da muss man schon über den Tellerrand in Deutschland hinausschauen. Deutschland ist da, was so Geldanlagen angeht, nicht unbedingt das Mekka, weil noch die Banken- und Versicherungshörigkeit doch erstaunlich hoch ist. Von diesen 250 konnte ich natürlich nicht alle prüfen, also 60 kamen in meine nähere Wahl und davon etwa 10, die auch meinen Sicherheitskriterien entsprechen. Also wenn man da das Internet bemüht, dann findet man da ganz schnell zu den richtigen Quellen. Jetzt sind Sie ja Experte und sagen, 10 dieser insgesamt 250 entsprechen Ihren Sicherheitskriterien oder Ihren Auswahlkriterien. Aber wie kann ich denn als Anleger selber prüfen, dass ich da eine seriöse, eine gute, eine sichere und eine renditestarke Anlage kriege? Das führt meines Erachtens nur über zwei Wege. Entweder ich eigne mir eine Grundlage der finanziellen Bildung selbst an. Da gibt es mittlerweile auch gerade im Internet viele Schulungsmöglichkeiten. Lerne die Kennzahlen kennen, die wichtig sind, um eine Immobilie, auch Entwicklungsimmobilie, beurteilen zu können. So ein bisschen Bilanzen verstehen wäre sicherlich eine Hilfe. Oder ich nehme die Abkürzung und nehme natürlich einen Experten an die Seite, der mich dann auch viele Jahre begleitet und die Perlen entsprechend für mich herausfindet. Am besten, indem er selbst dort investiert hat und weiß, wovon er dann redet. Herr Ogger, vielen Dank dafür. Wo können sich denn unsere Zuschauer, die jetzt an dem Thema interessiert sind, noch informieren? Wie schon erwähnt, das Internet ist wirklich eine dankbare Quelle, gerade auch Wikipedia, Entwicklungsimmobilie oder Add-Value-Immobilie ist da ein gutes Keyword. Oder die Plattform der Wohlstandsbildner, die ich jetzt auch stetig, also wo schon viel Material vorhanden ist, aber die ich jetzt auch stetig ausbaue, wo man sich da zu dem Thema wirklich sehr kundig machen kann und auch gerne auch über diese Plattform Fragen stellen kann, wenn nötig. Okay, Herr Ogger, dann sage ich vielen herzlichen Dank, dass Sie bei uns zu Gast waren im Ratgeberstudio. Hat mich auch gefreut. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.